Speeddraw, aber mit einem kleinen Bonusproblem, was wir haben. Und zwar dürfen wir nur eine Farbe benutzen pro Runde. Das heißt, in der ersten Runde dürfen wir nur mit Blau malen und müssen trotzdem irgendwie gucken, dass wir das Thema gewinnen. Echt, hast du die Farbe schon ausgesucht? Wäre es nicht cool, sich das dann für die Runde auszudenken, was am besten passt? Das, weil wenn jetzt irgendein Thema kommt, was zum Beispiel gar keinen Sinn macht, wir machen einmal die Farben durch. Wir machen Blau, dann machen wir Grün, dann machen wir Gelb und danach machen wir Rosa. Okay. So, unser allererstes Thema ist Hai, was natürlich sehr gut ist, denn unsere erste Farbe ist Blau. Das heißt, das wird jetzt noch mal keine größere Herausforderung. Gar nicht mal so bad. Hai. Wir malen jetzt hier, dann machen wir den großen Zack. Wie viel Zeit haben wir, Ronja? Wir haben 3 Minuten. Oh ja. Das Problem mit Haien ist, dass man die irgendwie so nicht richtig aufs Papier kriegt. Für mich. Werde ich mir mal so einreden. So, hier, das ist die Haifischflosse. Okay, ich habe nicht so richtig den Platz gut genutzt, werde ich ganz ehrlich sein. Der ist sehr, sehr schlecht genutzt sogar. Aber ich hoffe, man erkennt trotzdem, was ich vorhatte. Aber ich habe eine Frage. Wir dürfen doch schon andere, also wir dürfen noch verschiedene Abstufungen von Blau nehmen. Selbstverständlich. Oder nur okay. Du darfst verschiedene Blautöne benutzen. Dann machen wir jetzt den Hai hier. Färbe ich ihn. Es gibt keinen Eimer, oder? Zum Ausfüllen? Nee, nicht, das funktioniert, glaube ich. Okay, ich glaube nämlich auch. Das heißt, ich male jetzt hier den Hai in Eigenarbeit aus. Oh Gott, ich muss gleich meine... Ich habe mit den Outlines angefangen, das war mein Fehler. Ich hätte die Outlines am Ende machen müssen. Ich male am Anfang einen Blob Farbe. Okay, dann weiß ich das für nächste Runde, aber... Oh Gott, noch eine Minute. Zum Glück ist ein Hai eine einfache Form. Ganz ehrlich, ist vielleicht ein ganz gutes Thema zum Reinkommen. Mein Hai wird nicht schön. Der wird auch gar nicht gruselig. So ein Hai hat ja so eine gewisse Gefahr auch auszustrahlen. Das ist kein guter Hai. Das ist ein Loser-Hai. Meiner ist auch voll hässlich. Oh mein Gott, ich habe noch nie so einen hässlichen Hai gesehen. Ronja, okay. Der ist so hässlich. Wirklich so schlimm? Ja. Okay, ich mache jetzt hier fiese Augen. Okay, ich glaube, das ist genau das, was ich machen muss. Dann nehme ich jetzt ein helles Blau, um hier zu zeigen, dass es ein tückischer Hai ist. Hier noch ein helleres Blau. Gott. Und dann Zähne. Zähne. Meine Zähne sind tatsächlich auch ein helles Hellblau. Mhm. Weil man kann ja nicht... Okay, mein Hai hat ein bisschen einen Überbiss. Ist so ein bisschen die Situation hier. Aber ganz ehrlich, es gibt ja auch keine Kieferorthopäden unter Wasser. Das ist ganz normal. Okay, der Hai ist, wie er ist. Ganz ehrlich, ich mache hier nochmal eine Betonung in die Flosse. Das war's. Besser wird er nicht. Es ist ein furchtbarer Hai. Ich sag ganz ehrlich, der verliert. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Hai. Oh, das ist kein Hai. Was ist das denn? Das ist so eine Seekrabbe. Das ist eine blaue Seekrabbe. Es tut mir leid, ich kann leider nur 2 Sterne geben, weil ich bräuchte für einen Hai auch einen Rücken. Das ist ein Seepferdchen. Auch ein Hai. Es sollte schon ein Hai sein. Nein, das ist kein Hai. Das ist ein Seepferdchen. Nee, das ist kein Hai. Ich weiß. Das ist schön. Das ist mein Hai. Der ist richtig gut geworden, Ronja. Das sieht richtig blöd aus, was? Mein Hai hat nicht mal Seitenflossen. Mein Hai ist mehr Seegurke als Hai. Aber sieht trotzdem schön aus. Oh, der ist stark. Der sieht bulky aus. Der sieht richtig gut aus, dem gebe ich 5 Sterne. Das ist ein Hai, der verbreitet wirklich Schrecken. Das ist meiner. Wirklich? Ja. Also, der ist so goldig. Dem gebe ich 5 Sterne. Der ist richtig schön. Aber guck, der hat das auch richtig gemacht. Der hat erst den Blob an Farbe gemalt und dann hat er die Outlines gemacht. Ich glaube, das ist wirklich die Strategie hier. True. Was ist das denn? Was ist das? Also, es ist jetzt für mich nicht als Laie, right? Nicht direkt als Hai erkennbar. Nee. Ich habe vergessen zu voten, Falle. Na gut. Okay, wer gewinnt das Ganze? Wer gewinnt? Stimmt, Ronja. Oh, yes! Du bist Zweiter! Super. Und der andere süße Hai ist Dritter geworden. Okay. Meiner ist wirklich nicht schön. Aber ist okay. Ah, nee, die ist sogar Zweite geworden. Du bist Dritter. Hm. Oh, ja. Aber gar nicht schlecht für die erste Runde, denke ich. Wir haben ja auch unsere Lektion gelernt. Unsere nächste Farbe, in der wir arbeiten, ist Grün.
Oha. Unser nächstes Thema ist Dessert, was wirklich nicht gut ist mit der Farbe grün. Was ist denn ein grünes Dessert? Oh Gott, nachdenken. So, ich versuche einen Wackelpudding rote zu machen. Rote Grütze. Nee, die ist rot, warte mal. Es okay. gibt doch irgendwie grünen Waldmeisterpudding, oder? Ich werde so eine Art Wackelpudding versuchen. Ah, stimmt. Okay, dann malen wir den jetzt erstmal aus. Wir haben gelernt, dass wir erst eine Form malen müssen. Sieht noch nicht wirklich nach was aus. Ich glaube auch nicht, dass ich einen Wackelpudding generieren kann. Wir machen jetzt hier mit einem dunkleren Grün. Arbeiten wir jetzt hier ein paar Schatten aus. Mhm. So. Okay, dann machen wir hier hell. Hell. Das ist Wackelpudding. Hell. Hell. Oh Gott, das wird furchtbar. Das ist nicht mehr erkennbar als Dessert. Das ist nicht mehr erkennbar als Wackelpudding. So schlimm? Ja. Zeit läuft oh, ab. Oh Schreck, ja, eine Minute. Wie sieht deins aus? Bist du zufrieden? Mein Waldmeisterpudding, mein Wackelpudding, weiß ich nicht. Nee, zufrieden bin ich nicht, aber... Das sieht mehr aus wie so eine Art Kaktusfaust. Ah, ja. Okay, was macht denn, dass das durchsichtig aussieht? Theoretisch. Eigentlich doch so Licht und... Licht ja. für Shinies. Ich versuche mein Glück ja. weiterhin. Okay, wenn ich jetzt hier noch so Dinger hinmale, wird es vielleicht ein bisschen besser. Ich habe ja noch 27 Sekunden. Meine Form ist ja vollendet. Die ist nur nicht gut. Darf ich drüber schreiben, Wackelpudding? Ich würde sagen, nein. Okay. Das ist fair. Oh Gott, das wird doch nichts. Wie soll ich... Ich bräuchte halt so dringend Paletten. Ey, vielleicht ist das besser, wenn ich dann die festen Farben nehme. Dann kann ich immerhin die gleiche Farbe nochmal auswählen. Ist okay. Ich stecke auch mal einen dritten Platz ein. Quatsch, okay. Nicht einen dritten, einen fünften oder... Ich weiß nicht, wie viele Leute sind in der Lobby hier? Na, ich bin gespannt, was die anderen... Das ist süß. Na, no, das ist süß. Guck, das wenn wir Pink schlecht. Gekriegt hätten für Dessert, das wäre voll gut. Ich wäre aber eine 4. Ja, das stimmt. Das ist für mich noch kein 5 Sterne. Das ist deins! Das ist meins. Das sieht aus wie ein Brot. Ein grünes, verschimmeltes Brot, das sieht Ronja. Aus, wie als wäre das giftig. Das sieht Warum halt... hast du denn Wackelpudding so gemalt? Ich weiß es nicht. So? Das ist deiner, gell? Der ist viel besser. So ist mein Wackelpudding. Ich gebe auch nur 4 Sterne. Tut mir leid. Für die Farbe grün. Nein, aber hey! Ich habe gedacht, weißt du, es gibt doch diese Handyspiele mit diesen süßen Wackelpudding. Ich hätte so ein süßes ja. Gesicht reinmalen sollen. Guck mal, der hat auch grün. Guck mal, der hat auch grün. Der hat das Thema irgendwie gehört. Dafür gebe ich 4 Sterne. Es ist zwar irgendwie nur eine komische Frucht, aber... Was ist das? Ich glaube, das soll so eine Honigmelone sein. Oh, das ist süß. Das ist gut. Da gebe ich 5. Das ist das hübsch. Das ist richtig gut. Das ja. ist eine süße kleine Torte. Beziehungsweise Mega. Eine große Torte. Große Torte, leckere große Torte. Der hat es voll verdient zu gewinnen. Ey, weißt du was? Dass wir mit unseren Quatsch-Wackelpuddings auf 2 und 3 gekommen sind, würde ich sagen, ist eine Leistung. Ja. Ganz ehrlich. Die Torte war actually am besten. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Torte nicht aufs Podest gekommen ist. Naja, gut, ich nehme es an. Die nächste Runde wird gelb. Gelb, okay. Oh mein Gott! Unser Thema ist Käse! No Was? Way, Ronja! Oh no mein way. Gott, das ist ja perfekt! Als ob. Ja, lol, okay, dann ist ja gelb gar kein Problem. Ich werde jetzt hier erstmal einen gelben Hintergrund erschaffen. Einen hellgelben. So. Ja, bestätigen. Ich möchte die Leinwand füllen. Ah ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich werde ihn noch ein bisschen heller machen. Der ist mir zu dunkel. So. Ja, ich möchte meine Leinwand füllen. Dann machen wir jetzt einen kleinen Käseumriss. So. Käse in etwas mehr 3D. So. So. Dann rund. Dann nach unten. Dann so. Und dann füllen wir das aus. Oh, Käse in Gelb. Wir sind ohne Mist dafür, dass wir vorher die Farben entschieden haben. Und ja, das stimmt. Hai für Blau lucky. Kam und Käse für Gelb. Das sieht jetzt aus, als hätte ich das Video geskriptet. Dabei habe ich wirklich nicht. So, wir nee. Spielen ja wirklich nur die Runden, die hier kommen. Das ist schon sehr lucky, was wir es hier gerade bekommen haben. Es ist schon wirklich extrem lucky. Ja. So, warte, ich versuche hier Käselöcher zu machen. Hier noch ein Loch. Und hier oben noch eins. So, und dann
ein kleiner Umriss in dunkelgelb, der schönsten Farbe, die die Welt je gesehen hat. Mhm. Hier eine Minute noch, ganz entspannt. Eine Minute noch, oh mein Gott, anderthalb. Okay, Jochen, ja. Ganz ruhig, ich habe nur Stress ohne Grund gemacht. So, zack, zack, zack. Boah, das wird gar nicht schlecht. Das wird gar nicht schlecht. Obwohl ich sagen muss, je länger ich gelb angucke, desto grünlicher sieht es aus für mich. Und desto unzufriedener bin ich mit meinem Käse. Ah ja. Aber ist okay. Ich denke, wenn ich jetzt die Löcher noch so ein bisschen anmale, dann wird das auch ganz gut. Ich versuche hier so eine Art 3D-Effekt reinzumachen, aber es läuft nicht. Es ist, 3D-Effekte kommen. Ja, ich habe gedacht, okay, wenn ich die Löcher so, weißt du, noch schattiere mit einem dunkleren Gelb, dann kann ich hier zeigen, dass der Käse wirklich ein dreidimensionales Objekt ist. Aber da habe ich wohl im Kunstunterricht geschlafen, weil so dreidimensional sieht er tatsächlich gar nicht aus. Naja. Ist auch nicht mehr viel Zeit, ne? Ja. Das ist wohl wahr, 20 Sekunden. Aber da setze ich noch ein bisschen und setze den Feinschliff an meinen Käselöchern. So. Oh, ist das schön. Da kriegt man richtig Lust rein. Zum Beispiel, der sieht halt voll verschimmelt aus, gell? Es ist halt, ich sag's, wie es ist, der ist nicht schön. Ich hab gerade gesehen, ich hab voll den Perspektivenfehler gemacht. Oh, wieso? Das ist richtig schön. Okay, wir werden es jetzt sehen, Oh mein Gott, das ist peinlich, das ist schön. Das ist so eine kleine Maus in der Ecke, die sich da durchfrisst. Das ist eine süße Idee. Voll coole Idee, ja. Okay. Ja, guck mal, die anderen, die haben auch alle einen gelben Käse gemalt. Warum hat nicht mal jemand einen blauen Käse? Den finde ich nicht so gut. Das ist nicht meiner. Nein! Das ist so ein Eigelb irgendwie von der Farbe her. Ja. Sieht auf jeden Fall wild aus. Hat links und rechts noch so Punkte. Was ist das denn? Oh mein Gott, Alter. Das ist auch nicht meins. Das Rot im Hintergrund ist sehr, sehr intensiv, ja. Ja, das ist. Guck mal, das ist meiner. Wow, der sieht schön aus. Die siehst Löcher du, wie. Sind nicht, ja, die sind ein bisschen weird. Ja, siehst du, was ich meine? Aber weil ich habe halt gedacht, ich kann das so schattieren. Aber ich glaube, dafür. Guck mal deinen Käse an und jetzt guck dir meinen Käse an. Oh, dein Käse ist richtig gut. Was? Der ist, ich habe komplett diese eine Linie vergessen. Nein, dein Käse ist voll gut. Der ist ein Dreieck. Nein, der Käse ist klasse. Okay, cool. Oh. Der sieht aus wie Rapunzel von hinten. Oh, okay, ja, doch, ich sehe es. Auf jeden Fall. Guck, die hat einen voll kleinen Pinsel benutzt. Die hat das alles mit Hand ausgemalt. Oh mein Gott. Und der Gewinner ist... Gewinner. Ich vergesse voll oft zu voten irgendwie. Oh, okay, deiner ist auch wirklich mit Abstand der Beste. Meiner ist einfach grün. Deiner ist aber voll schön. Meiner ist verschimmelt. Ja. Aber ist okay. Wir schlagen uns wirklich gut. Muss auch sagen. Also wir sind hier wirklich am performen. Und die allerletzte Farbe ist rosa, in der wir malen dürfen, weil ich wollte kein Lila und kein Rot und ich fand rosa schöner. Okay, rosa finde ich schön. Wetten, jetzt kommt irgendein Thema, was einfach gar nicht funktioniert mit rosa. Was würde denn gut passen zu rosa? Ja, Dessert. Ja, Kleidung oder Maus. Hier könntest du Schwein malen. Emoji. Oh, was gibt's für pinke Emojis? Gar keine. Ich glaube, nur ein Herz. Nur die Herzen, aber das können wir nicht nehmen. Nee, das können wir tatsächlich nicht nehmen. Das ist nicht gut. Okay, wir machen erstmal wieder hier in den Hintergrund, in hell. Aber ist okay, ich kann ja einen normalen Emoji malen und einfach in pink. Das ist ja, da kann mich ja niemand aufhalten. So, ein schöner Kreis, der mittelrund ist, aber rund genug, denke ich auf jeden Fall, für diese Zwecke. So, sieht bis jetzt aus wie ein Lolli. Was ist dein Lieblings-Emoji? Mein Lieblings-Emoji? Ja, den du am meisten benutzt. Warte, da kann ich kurz in meinem Handy nachgucken. Das kostet mich jetzt natürlich Zeit. Das kostet dich wertvolle Zeit, natürlich. Ja, ich mach das jetzt, Ronja! Okay. Halt mich nicht auf! Oh mein Gott. Oh, das lachende Gesicht. Kreativ. Langweilig. Okay. Was ist denn dein Lieblings-Emoji? Warte, ich werde mir auch gleich die Zeit verhauen. Ich mache jetzt hier den der die Zunge raussteckt. der sieht ein bisschen psycho aus, meiner. Oh, okay. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das... mal vorbereitet. Ja. Gut, weil der wird auch nicht gewinnen. Ich würde nicht voten für dich. Es ist aber noch ein bisschen Zeit.
Es ist noch Zeit, aber es ist mir egal, weil ich habe mich jetzt hier schon für ein Thema entschieden und das ist der Vibe, für den ich gehe. Ja. Und mal gewinnt man, mal verliert man, sage ich immer. Und hier in dem Fall wird man verlieren. Du hast ja schon zweimal gewonnen. So, ich mache hier noch Wimpern dran, um zu zeigen, dass er nicht böse ist. Aber jetzt sieht er noch heimtückischer aus als davor. Es war tatsächlich keine gute Entscheidung mit den Wimpern. Oh nein. Ich mache jetzt hier noch eine Outline, damit das Ganze auch aussieht wie ein Emoji. Ganz ehrlich, das könnte schlimmer sein. So, ich gucke jetzt nach, was mein lieblingsbenutzter Emoji ist. Alright. Und zwar ist einfach der Lachende mit diesen tränenden Augen. Okay. Aber kurz danach habe ich den einen, der so ein bisschen guckt, als wäre er innerlich tot, mit dieser einen Träne im Auge, aber der so lächelt. Der mit den toten Augen. Den benutze ich scheinbar viel. Ich weiß nicht, mach mit der Info, was du möchtest, aber es ist scheinbar aber das sind tatsächlich ist. Auch mein Platz 2 und 3. Oh, also Tatsache! Ja, ja. Nice. Okay, wir haben. Oh, der hat so Kopfhörer auf. Oh, der ist gut. Dem gebe ich 5 Sterne. Nice. Den finde ich gut. Ja, für Emoji wäre natürlich. Pink ist nicht so ideal, aber ist okay. Ich denke, wir haben alle unser Bestes gegeben. Ich bin mal gespannt, wie deiner aussieht. Das ist halt einfach kein fertiggestellter Emoji. Ich habe eine Zitrone gemalt. Kann ich. Aber denkst du, das soll eine Zitrone sein? Nee, ich glaube, es soll ein Emoji sein. Sieht aber aus wie eine Zitrone. Also für eine Zitrone finde ich 5 von 5. Für eine Zitrone würde ich auch 5 geben. Was ist das, Alter? Das ist, okay. Ich glaube, das ist der gleiche, der vorhin diesen roten Hintergrund hatte. Der ist einfach sehr farbenfroh unterwegs hier. Geil. Oh nein, ich habe nicht gewartet. Okay, ich muss mich dran erinnern zu warten. Der ist süß. Der ist nicht schlecht. Dem gebe ich 4. Ja. Der hat sehr glückliche Augen. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Katze den Computer ausschaltet. Bitte, bitte. Okay, puh, Glück gehabt. Oh mein Gott. Das ist voll schön geworden. Oh, welches? Das Wem denn? Wem gehört der denn? Wer hat denn das Herz gemalt? Ah. Das mag ich voll gerne. Ja, das ist hübsch. Das normale. Oh, das ist geil. Das ist halt. Das ist actually geil. Ja. Ja, ist halt ein bisschen. Sieht funky aus durch das Rosa. Wenn der gelb wäre, sähe der ganz normal aus. Aber ich glaube, durch das Rosa wird der halt ein bisschen crazy. Mhm. Viele haben den mit den Herzaugen, ha? Huh? Das ist wie so ein Katzen-Emoji. Es gibt doch den Katzen-Emoji mit den Herzaugen, oder? Ja, oder? So sieht es doch aus. Aber der hat keine Nase. Und ich vote nur nach Nase. Das ist eine neue Regel. Ich bin so gespannt. Oh! What? Geil, du bist Platz 2 geworden. Ich bin Platz 2 geworden. Okay. Ist das rosa? Ja, du bist 4. geworden. Knapp vorbei ist auch daneben. Oh Mann, Ronja. Tut mir leid. Okay, dann haben wir aber erfolgreich die eine Farbe Mal-Challenge abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben uns ganz gut geschlagen. Yay. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Bild euer Lieblingsbild war. Muss auch nicht von uns sein, ja? Falls ihr sagt, der Hai aus der ersten Runde, den ist eine Mädchen gemalt hat. Sag mal, versuchst du hier was zu machen? Abonniert easy. Abonniert Ronja, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, schaut bei Easy vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten. Jo. Tschüss.